Aus der Brauerei Hofstetten kommt das Mühlviertler Bio Pale Ale. Wieso, weshalb, warum ihr das möglicherweise unter anderem Namen schon kennt, das verrate ich euch, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Biervideo. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt Lust auf das heutige Bier. Wenn ihr grundsätzlich Lust auf Biervideos habt, dann lasst doch gern hier unten mal ein Abo da und unterstützt den Kanal ein bisschen. Ich sage recht herzlichen Dank dafür und präsentiere euch heute aus der Brauerei Hofstetten das Mühlviertler Bio Pale Ale. Eine Brauerei, die 1449 erstmals erwähnt wurde als Brauerei. Die ersten Hinweise auf das Existieren einer Gaststätte gehen auch schon in das 13. Jahrhundert zurück, also 1229 oder sowas, wenn ich da mich nicht ganz verlesen habe. Aber 1449 ist zum ersten Mal die Brauerei erwähnt worden und ist damit vermutlich Österreichs älteste Brauerei, die heute noch Bier braut. Oder ziemlich sicher sogar. 4,5 Volumenprozent bringt dieses Pale Ale, das mit ausschließlich Mühlviertler Zutaten, soweit das möglich war, gemacht worden ist. 11 Grad Plato. Und ich habe euch ja gesagt, ihr kennt möglicherweise das Bier. Das ist ein Kollaborationsprojekt gewesen der Brauerei Hofstetten zusammen mit dem Brian Patton aus Wien, aus dem damaligen Brickmakers. Und das hieß Hop in the Name of Love unter dem Namen Me and Uwe. Und das ist jetzt zumindest das Bier, geht weiter unter dem Namen Mühlviertler Bio Pale Ale, ist mit Mühlviertler Cascade Hopfen, weil es muss ja auch alles regional gesourced werden. Das war ja damals das Konzept von Me and Uwe. Und so gibt es eben Mühlviertler Cascade Hopfen und ich bin sehr gespannt, ob das noch genauso schmeckt und ob mir das vor allen Dingen noch genauso schmeckt. Ich würde sagen, genug geredet, lasst uns zur Tat schreiten. Das Bier kommt aus der für Hofstetten ja typischen Longneck-Flasche und ja, hat eine. Wollen wir da noch was aufschütteln? Nein. Hat eine leicht getrübte, blassgoldene Farbe. Hat einen relativ anständigen, 2,5 Fingerbreiten weißen Schaum obendrauf, der auch ganz leidlich am Glas hängt, wenn ich es nicht so voll gemacht hätte. Ein bisschen Kohlensäure auch drin zu sehen. Was ist denn das? Also ich würde jetzt mal Zitrusaromen erwarten. Die sind auch da. Geht eigentlich so ein bisschen in Richtung Grapefrucht, getreidige Noten. Aber das ist auch fürchterlich floral. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob das... Ha, ich habe an viele andere Dinge gedacht, nur nicht daran. Ein bisschen Maracuja vielleicht auch. Also es hat schon eine richtig schön kräftige, fruchtige Note. Ja, in diesem Sinne. Sehr zum Wohl. Wow, ja, ich glaube, das ist gut. Und das ist auch sehr ähnlich dem, was ich so im Kopf hatte. Es ist ein, ja, am Anfang ist es so leicht süßlich, wird dann aber relativ schnell etwas trockener. Dann viel Zitrus, leichte Säure, so helles Malz, bisschen getreidige Noten. Hat ein schön angenehmes Mundgefühl, nicht zu so vollmundig, richtig gut trinkbar, sehr frisch, bittere ist eher dezent gehalten, konkurriert so ein bisschen mit der Säure und ja, es ist auch schön blumig, floraler Hopfen so im Trunk. Es ist so irgendwo zwischen einem schlanken, mittleren Körper, irgendwo so dazwischen. Hat eine bisschen dezentere Kohlensäure, aber sie ist schon da. Und ja, Textur ist so ein bisschen... Ja, schon eher so eine bisschen glattere Textur. Irrsinnig süffig, das Bier. Merkt das schon, ich bewege das Glas ständig zum Mund. Gutes Zeichen bei einem Bier. Und hinten im Nachtrunk, es wird ein bisschen bitterer. Vielleicht auch ein Tick herber,
so leicht erdig auch. Aber es bleiben diese floralen, fruchtigen Noten auch erhalten. Also richtig, richtig gut. Ist vor allen Dingen ein Bier. Und so wird auch der Website geworben. Und da, unter dem Aspekt habe ich es mir tatsächlich jetzt eben auch nochmal so von meinem geistigen Auge angeschaut. Es ist so ein Einsteiger Pale Ale. Es ist nicht zu wild, nicht zu verrückt, nicht zu fordernd, aber doch das, was es liefert, ist ein Bier, wo man schön einsteigen kann, wo man auch wieder so ein bisschen drin suchen kann, was gibt's da, und sich dann auch herrlich drüber unterhalten kann. Und man kann es entweder trinken oder man kann richtig tief einsteigen. Es bietet für beide was und vor allen Dingen einen hervorragenden Einstieg für Leute, die Craft-Biere noch nicht kennen, erschreckt es überhaupt nicht, sondern macht richtig Lust auf weitere Biere zu entdecken. Sag ich jetzt leicht, weil aus meiner Situation. Aber ich glaube, so ein Märzenbiertrinker kann das auch locker vertragen. Das Mühlviertler Bio Pale Ale aus der Brauerei Hofstetten, vormals Hop in the Name of Love, von ProbierTV, gibt es 4 von 5 möglichen Punkten für das Mühlviertler Bio-Pale. Wie habe ich gerade die Finger weggestreckt? 4. Ja, dachte, jetzt hätte ich hier gerade einen Spock gemacht. Also, Mühlviertler Bio-Pale, 4 Punkte. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert habt. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Baba. Servus, Prost und Ahoi. Cheers.